Also, und dann immer diese Aussprüche. Also, wie gesagt, der hat eine Baseballkeule in der Hand, der Arsch. Ja, dieser Vollidiot, der das gepostet hat, der wollte natürlich zu verstehen geben, wenn er den zwischen die Finger kriegt, schwingt der eine Baseballkeule. Diese ganzen Typen da, die möchte ich mir ja noch mal greifen und verprügeln, solange bis Ruhe ist, bis die ohnmächtig in irgendeiner Ecke hängen. Ehrlich. Das ist doch. Also, diese Facebook-Gesellschaft, das ist ein Haufen von Irren. Das sind alles Irre. Da sehe ich immer die Bilder und die Beiträge, da denke ich immer, der Enkel ist zum Computer geschlichen, ja, und hat heimlich an Vaterns PC geschrieben. Was die denn für Bilder drin haben, Vater, bist du so wie so ein versoffener Typ mit einer umgedrehten Baseballkappe. Ach Quatsch, Basecap. Ey, was ist das für ein Pöbel? Facebook ist das allerletzte Shithole. Keine Silbe verschwende ich an solche Leute. Da ich lese das nur manchmal und denke, oh wei, oh wei, oh wei. Und ich kenne viele, die Facebook inzwischen den Rücken gekehrt haben. Sehr viele. Naja, ich gehöre auch dazu. Ach, Mann. Ja, eine schlimme Zeit ist das. Früher war alles besser. Naja, da war auch nicht alles besser. Aber es war gemütlicher. Und diese Netzwerke, alles, das ist alles scheiße. Also ich wäre nicht traurig, wenn es das nicht gäbe. Ich würde ja ein schönes Buch lesen, ja, oder mir eine schöne Schallplatte anhören oder schöne Kassetten, hier Hörspielkassetten und so was. Mit dem Kassettenrekorder wie früher, wa? Ja. Ja, ich habe eine Scheibe, ich weiß. Ich weiß, dass ich eine Meise habe. Das kann ja sein. Ich meine, jeder hat eine Macke. Aber eins kann ich euch sagen. Ich nenne die Dinge beim Namen und ich werde kein Blatt vor den Mund nehmen, ja. Wem das nicht passt, der kann sich verkrümeln.